Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Bewegt. Eine Kindheit im Urwald Boliviens, das klingt nach dem Paradies, war aber für meinen heutigen Gast Christina Krüsi die Hölle. Sie wuchs als Tochter von Missionaren in einer freikirchlichen Gemeinschaft auf und wurde ab ihrem 6. Lebensjahr von anderen Missionaren vergewaltigt. Wie es ihr heute geht und wie sie ihre Lebensfreude wiedergefunden hat, darüber möchte ich jetzt mit ihr sprechen. Herzlich willkommen. Dankeschön. Frau Krüsi, Sie haben unfassbares Leid erlebt. Wie geht es Ihnen heute? Also im Vergleich zu damals 200-prozentig besser. Ich habe ein sehr glückliches Leben. Es geht mir sehr gut heute. Ich kann nicht sagen, dass ich keine Verletzungen davongetragen habe, aber es geht mir sehr gut heute. Ja. Sie hatten ja auch eine wirklich schöne Kindheit in Bolivien bis zu Ihrem 6. Lebensjahr. Aber was ist dann passiert? Als ich 6 Jahre alt geworden bin, hatte die Schule einen Geisterweg, also so ein Halloween, haben die so einen Geisterweg gemacht. Ich war dann in einer amerikanischen Schule und man musste da in der Dunkelheit einen Pfad entlang laufen, an der man eine Schnur hat, dann musste dieser Schnur nachtasten im Dunkeln und dann schnellte dann so ein Geist auf oder irgendetwas, was einem Angst macht. Und einige dieser Kinder wurden nicht diesem, wie die anderen Kinder, geführt, sondern wurden abgezweigt mit einer anderen Schnur und ich fiel dann in ein dunkles, also im Dunkeln in ein Loch. Ein tiefes Loch, es war ein anderes Mädchen darin und zwei Männer drin und wurde dort zum ersten Mal vergewaltigt und bin dann ohnmächtig geworden und dann wieder erwacht, als ich rausgetragen wurde. Sie wurden einem Ritual danach unterzogen. Was genau war das und wie haben die Täter Sie dann eingeschüchtert und unter Druck gesetzt, dass Sie schweigen? Ja, Ziel war, die Kinder so zu traumatisieren und so Angst zu machen, dass sie auf jeden Fall schweigen werden. Und das haben sie mir gemacht, indem sie zwei Schnitte an den Knien, an den Innenseiten der Knie gemacht haben. Wieso, wissen wir eigentlich nicht so genau. Aber es war natürlich die Angst dahinter auch, markiert zu sein. Man läuft im Urwald nicht mit langen Hosen rum. Und uns sagte man, man wird immer wissen, dass ihr das seid. Und sie sagten, wenn ihr etwas sagt, dann können die Väter die Bibel nicht mehr übersetzen. Und dann gehen alle Indianer gehen dann in die Hölle und ihr seid schuld daran. Und ihr seid hier zum Dienen. Also sie haben uns massiv Angst gemacht und gesagt, wenn wir etwas sagen, dann würden sie uns auch am Hals schneiden. Über wie viele Jahre ging dieser Missbrauch und vor allem, was hat das mit Ihnen körperlich und seelisch angerichtet? Also es ging dann bis ich elf Jahre alt wurde, sind wir dann in die Schweiz gegangen und die ersten Symptome waren, dass ich nicht mehr gesprochen habe. Ich habe kein Wort mehr gesagt. Also ich habe einfach nur noch Ja oder Nein gesagt. Ich war total still eingeschüchtert. Ich war angepasst. Ich habe alles gemacht, was man von mir will. Einfach, um nicht aufzufallen, weil ich wusste, die Täter kommen wieder und wieder und ich wurde von einem Täter zum anderen geschoben. Und das Zweite war, dass ich so dermaßen hustete, dass ich wirklich mich fast übergeben musste manchmal. Ich hatte so einen Hustenreiz und dann habe ich mein Bett genässt, in der Schule in die Hosen gemacht, ich habe die Fingernägel gekaut, es war eine schreckliche Zeit für mich, ja. Das muss doch Ihren Eltern aufgefallen sein, dass es Ihnen so schlecht ging und dass Sie sich vor allem so verändert haben. Gab es da eine Reaktion? Es gab einige Reaktionen. Sie haben auch gesehen, dass ich zwei Pflaster an den Knien habe. Ich bekam mein Sprüchlein, was ich zu sagen habe. Ich spiele Doktor und ich will einfach zwei Pflaster zum Spielen haben. Meine Mutter wusste das auch noch, sie weiß das auch noch und sie haben die Veränderungen wahrgenommen, aber sie haben die Veränderungen nicht dahin geführt, was eigentlich hätte geschehen können. Ich denke, es war einfach so, dass in dieser Gesellschaft das Wichtigste ist, die Bibel zu übersetzen. Alles andere ist völlig zweitrangig und auch die Kinder sind zweitrangig. Also so habe ich es empfunden als Kind. Und darum war eigentlich der große Fokus war darauf, die Bibel möglichst schnell zu übersetzen, dass möglichst viele Indianer
dann auch wirklich in den Himmel kommen. So. Sehr dogmatisch und sehr extrem. Ja, tatsächlich würde man sich vorstellen, dass Eltern doch den Fokus auf ihre Kinder legen und sie beschützen. Aber das ist ja leider nicht passiert. Es gab noch andere Missbrauchsopfer, nicht nur Sie. Haben Sie sich untereinander ausgetauscht? Konnten Sie sich irgendwie unterstützen? Uns wurde natürlich gesagt, ihr spielt nicht miteinander, ihr dürft nicht miteinander spielen. Und der Schuldirektor, der hat aufgepasst, weil er war auch einer von denen. Und er hat gesagt, wenn ich euch einmal sprechen sehe, dann kommt ihr gleich nochmals dran. Und wir hatten alle Angst, dass wir sterben. Also das war eine Todesangst. Das war nicht einfach so, ja, die machen uns ein bisschen weh oder vergewaltigen uns, sondern wir sterben, wenn wir miteinander sprechen. Sie sind trotz des Martyriums in der freikirchlichen Gemeinschaft geblieben und haben auch einen Mann aus dieser Gemeinschaft geheiratet. Warum sind Sie nicht ausgebrochen, als Sie konnten? Als ich 16 war, habe ich dann mich verliebt in einen anderen Jungen und habe ihn heimlich getroffen. Das war meine Rebellion, so gut es ging. Ich bin nachts abgehauen mit der Strickleiter und so. Und dann habe ich den getroffen und ich habe dann, als ich 18 war oder 17, hat meine Mutter herausgefunden, dass ich den Mann triff. Und es war aber vorgesehen, dass ich einen Mann heiraten muss, der auch in dieser Gesellschaft ist. Und dann hat sie gesagt, du kannst dich entscheiden zwischen diesem Jungen und dem anderen, den du heiraten sollst. Und wenn du dich für den anderen entscheidest, dann bist du aus der Familie raus. Und ich hatte kleine Geschwister, die ich wusste, ich muss mich um sie kümmern. Also die waren wirklich 4, 5 Jahre alt. Und meine Mutter hat klipp und klar gesagt, du wirst deine Geschwister nie wieder sehen. Ich hatte keine Chance. Ich musste mich um meine Geschwister kümmern. Hat Ihr Mann eigentlich je davon erfahren, was ihm passiert ist in Bolivien? Ich habe gewusst, man wird mir nicht glauben. Wenn meine Eltern mir nicht glauben, glaubt mir sonst auch niemand. Die anderen Opfer haben nicht gesprochen. Wir waren alle stumm, jahrelang. Und das ist normal, wenn man solche schlimmen Traumata erlebt. Und ich habe dann irgendwann einfach, ich wusste, ich kann ihm das nicht sagen. Es wird ihn auch stressen, er wird nicht wissen, wie damit umgehen. Ich habe 2 Kinder auf die Welt gebracht. Ich wusste, ich muss jetzt einfach gucken, dass meine Kinder geschützt sind. Das ist das oberste Gebot, alles andere ist mir egal. Sie sind ja dann gemeinsam mit Ihren Kindern nach Afrika gegangen als Missionare und dort hat bei Ihnen ein Umdenken stattgefunden. Ja. Können Sie das beschreiben, was da passiert ist? Ich liebe Afrika, ich liebe die Farben, die Kultur, das Tanzen, das Singen. Und das ist eigentlich meine Ressource auch. Und dort habe ich auf einmal zu meinem Ex-Mann gesagt, was denken wir überhaupt? Wir denken immer, was die anderen uns vorsagen, was wir zu denken haben. Ich will jetzt nicht mehr, ich will nicht mehr. Und er wollte auch nicht mehr. Und dann haben wir uns ganz langsam rausgeschlichen. Und das war sehr, sehr schwierig. Wir hatten keine Freunde mehr. Meine Familie war total dagegen, dass wir zurückgekommen. Nur Ablehnung, nicht Verständnis, dass wir nicht da unten geblieben sind, trotz des Krieges. Und es war eine ganz schlimme Zeit. Wir hatten kein Geld, keine Arbeit, gar nichts. Also das Leben lag im Grunde in Scherben erstmal, aber leider auch Ihre Ehe. Wie kam es dazu? Eine Freundin von mir hat mich kennengelernt beim Tischtennis. Ich mag sehr gerne Sport machen. Und sie hat mich gefragt, ob ich sie in mein Atelier kommen darf. Und dann hat sie das angeguckt und dann hat sie gesagt, das bist nicht das wahre Du. Ich sehe in deinen Bildern Dinge, die du mir nicht erzählst. Das kann nicht sein. Es ist noch viel, viel mehr dahinter. Und dann habe ich gesagt, ja, es gibt Dinge, die ich nicht sage darüber. Es ist Undercover, ich mache meinen Undercover-Realismus und ich mache meine Sachen, die niemandem was angehen. Und sie war aber so, sie ist wieder und wieder gekommen, bis ich ihr eines Tages gesagt habe, jetzt erzähle ich dir etwas, was du mir niemals glauben wirst, weil niemand wird mir das glauben. Und dann ging es los. Ich musste keine Medikamente nehmen, Gott sei Dank, aber ich musste sehr konsequent mit mir selber umgehen. Also auch wirklich sagen, stopp. Halt, jetzt gibt es nichts mehr zu denken, jetzt sind meine Kinder hier, jetzt bin ich für sie da, jetzt denke ich nur noch mit meinen Kindern Haushalt arbeiten. Und so musste ich eigentlich sehr konsequent sein, um die Verarbeitung alleine zu machen. Sie haben das Erlebte dann auch angefangen niederzuschreiben, erstmal für sich. Was hat das bei Ihnen bewirkt und vor allem auch ausgelöst? Ich hatte das Bedürfnis, eine Gerechtigkeit zu kreieren für mich selber. Ich bin jeden Morgen um 5 Uhr aufgestanden und habe 2 Stunden geschrieben, weil ich
mir das einfach mal von der Seele schreiben wollte. Aber ich musste viel weinen, ich musste viel, es war wirklich schmerzhaft. Und mit der Zeit wusste ich, jetzt muss das Buch raus, weil es ist die einzige Gerechtigkeit, die ich für mich holen kann. Und es ist Gerechtigkeit, wenn ich mich um den Schutz der Kinder, es ist nicht gerecht, wenn Kinder einfach den Tätern vergeben müssen in diesen Kirchen und nicht belangt werden, weil Gott einfach sagt, vergib deinem Täter und das Opfer muss vergeben und der Täter muss Entschuldigung sagen. Und das wollte ich eigentlich aufrütteln. Die Kunst ist ja eine weitere wichtige Stütze in Ihrem Leben. Verarbeiten Sie darin Ihre traumatischen Erlebnisse? Ich habe von Anfang an alles verarbeitet mit der Kunst, weil ich etwas sagen konnte, ohne es laut zu sagen. Und weil ich, wenn ich es gemalt hatte, auch wieder platziert hatte, wie auf dem Bildschirm, wenn ich geschrieben habe. Es war der gleiche Effekt. Einige Täter leben bis heute in Ihrer Nähe und Sie wurden ja über viele Jahre massiv bedroht. Wie hat man Sie unter Druck gesetzt? Ich habe vor einigen Wochen einen Brief bekommen in der Post. Da drin hatte es ein schwarzes Papier mit einem runden Taler, also es ist so ein Schokitaler aus Schokolade mit einem 5-Franken-Stück und der war auf einer Seite mit einem Fuß zerquetscht und ich wusste haargenau, was sie mir sagen. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Es war ein Silbertaler und das haben sie uns immer wieder gesagt. Und so solche Winks bekomme ich oder auch eben, als ich damals dann geredet habe und öffentlich gesagt habe, was passiert ist, kamen dann zwei Leute, die mich bedroht haben und in mein Haus gekommen sind, einfach reingekommen sind und gesagt haben, wenn ich weiter rede, dann werden sie sich meine Kinder holen. Und dann musste ich untertauchen. Also 2 Jahre wusste eigentlich niemand wirklich, wo ich wohne. Und mein Name war nicht angeschrieben, nichts. Und die Männer kamen dann wieder, also die kamen mehrmals. Und damals war das sehr schwierig für mich, dass ich keine Rückendeckung hatte und eigentlich wieder bedroht wurde. Aber ein Journalist hat mir dann gesagt, je öffentlicher, dass ich werde, ich soll das Buch jetzt raushauen, weil wenn ich öffentlich werde, dann schützt mich auch die Öffentlichkeit. Und so ist es jetzt auch. Was ich so unbegreiflich finde, ist, dass die Täter juristisch nicht mehr belangt werden können. Sie können einfach ihr Leben genießen und die Opfer leiden bis heute. Es gibt Dinge, ich habe mir einfach gesagt, ich muss alles, was in meiner Macht steht, tun. Ich bin verpflichtet. Diese Männer, die genießen nicht nur ihr Leben, sie genießen weiterhin Kinder. Und das ist nicht in Ordnung. Weil ein Mensch, der das einmal tut oder jahrelang tut, der macht das wieder, der ist süchtig danach. Das ist eine Sucht, eine Lebensweise. Und das, mit dem kann ich nicht leben. Und da bin ich jetzt daran, Wege zu finden. Ich habe aber eine Stiftung angefragt, die mir hilft. Und zu schauen, wie kann man möglichst einfach so viel machen, wie ich kann, auch auf dem rechtlichen Weg. Jede Lebensgeschichte hat ihre Botschaft. Welches ist Ihre Botschaft? Meine Botschaft ist niemals aufgeben. Sich zurückholen, was man verloren hat, 100-fach, immer wieder. Und nicht aufgeben. Kreativität hilft auch, ein Problem von einer anderen Seite zu betrachten. Wenn ich etwas nicht lösen kann, dann muss ich vielleicht 90 Grad mich drehen und das von der anderen Seite angucken, aber nicht aufgeben und das Schöne im Leben sehen. Also es hat so viel Schönes im Leben. Ich habe mehr Schönes als Schlechtes. Frau Krüsi, vielen, vielen Dank für dieses bewegende Gespräch und die offenen Worte. Ich bin mir sicher, das fällt nicht immer einfach, aber Sie geben vielen Betroffenen Mut und Hoffnung. Danke für die Einladung. Liebe Zuschauer, das war Bewegt für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Passen Sie gut auf sich auf und genießen Sie den Augenblick. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.